Mein Name ist Frank Denn. Ich bin seit 23 Jahren bei der Spedition Fröhlich und seit 34 Jahren Berufskraftfahrer. Bin 55 Jahre alt. Angst habe ich davor, dass ich halt den Virus irgendwo auch bekomme, irgendwo bei der Kunden, einer der erkrankt ist, und ich stecke mich an und bringe das mit heim zum alten Vater oder zur Frau oder zum Kindern. Das will ja auch keiner. Wenn es heißt, du musst dann heute anliefern, die warten auf das Material, ja, dann wird halt mal eine Stunde mehr gearbeitet. Ja. Aber das war immer so bei den Firmen, wenn sie geladen haben, das dauert ja manchmal Ladevorgang 2 Stunden mit Sicherung von der Ladung, und dann sind sie durchgeschwitzt, dann konnten wir die Duschen benutzen, konnten da einen Kaffeeautomat. Das ist momentan alles gestrichen, ja. Ja, Stress, weil die Rasttüren für teilweise geschlossen haben, Raststätte ohne Tankstellen, das sind die Toiletten geschlossen, es gibt nichts mehr zu essen. Ja, es ist dann mal eine Bockwurst auf der Hand. Das geht noch an der Tankstelle, aber jetzt mal richtig warmes Essen oder sowas, das wird dann schwieriger. Es ist ein einsamer Beruf, der wird jetzt noch einsamer, klar. Weil man den Kontakt mit den Kollegen nicht mehr so hat wie früher, dass man sich abends mal trifft am Tisch mit 10, 12 Kollegen und spricht, wie war der Tag, wie war die Woche. Das fällt jetzt alles aus. Corona, klar, leere Straßen, aber man macht sich schon Gedanken, man hat ja doch mit Leuten zu tun. Und wie schützt man sich als Fahrer? Ja klar, die Firmen, da gibt es überall Atemmasken, die Leute schotten sich ab mit Handschuhen. Da müssen sie halt auch oft Hände waschen und für sich selber sorgen, ja. Ich mache trotzdem weiter, weil es ist ja nun mal unsere Arbeit. Trotz der Gefahr, man passt halt mehr auf sich auf, aber man muss die Sache ja am Laufen halten. Also wenn wir nicht mehr fahren sollten, ich glaube, dann bricht ja im Großen und Ganzen alles zusammen. Ob das vom Lebensmittel bis die Firmen, die noch arbeiten, Maschinenbau, irgendwo, Lieferung, Stahl, es hängt ja alles von ab. Also wir müssen ja nicht weiterfahren, sonst steht ja der ganze Kreislauf still.